lasse ab von Adrian und gehe dahin, wo du die Strafe Gottes empfangen kannst. Bam! Hallo zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit Black Mirror 3. Heute spielen wir das 5. Kapitel. Und falls ihr die anderen Kapitel noch nicht gesehen habt, natürlich findet ihr die hier auf meinem Kanal. Ich werde dies verlinken hier in diesem Video. Und die ersten zwei Teile von Black Mirror könnt ihr natürlich auch hier finden auf meinem Kanal. Geht da einfach nur auf meinen Kanal und ihr werdet das schon sehen. Oder ich werde hier in der Videobeschreibung irgendwas reinschreiben. Genau, geh mal in das Spiel hinein und los. Kapitel 5. Wo bin ich hier? Im Schloss? Das muss das abgeschlossene Zimmer sein. Wie bin ich hier überhaupt reingekommen? Verfluchte Blackouts! Mordred ist stark. Ich kann ihn spüren. Viel Zeit bleibt mir nicht mehr. So, Kapitel 5. Ich glaube, Blackout. Nimm mal deine Tipps. Lest es nicht schon wieder. Pardon. So, folgendermaßen. Ich glaube, die komische Ärztin war hier gewesen. Das ist hier doch eigentlich das Zimmer von Samuel aus dem ersten Teil, aus dem ersten Black Mirror Spiel. Genau, Mordreds Buch. Hier, zack. Fotos von meinem Vater und meiner Mutter. Die können mir jetzt auch nicht mehr helfen. Und was haben wir da noch? Eine Zange? Brauche ich gerade nicht. Wie brauche ich nie? Nimm alles mit. Wir sind hier im Point-and-Click-Genre. Ein altes, wackeliges Bett. Von Holzwürmern zerfressen. Perfekt, um darin zu sterben. Direkt vor dem Fenster baumelt ein Seil. Oder ein Galgen. Wie auch immer, ich hole es mir. Ein bisschen zur Seite, ich kann hier nicht sehen. Okay, ja, Zettel. Hey, das kenne ich doch irgendwoher. Ah, das war die alte Trulla, die hier die ganzen Dinge geschrieben hat. Der Glaube, sowohl in Gott, seinen Herrn, als auch in sich selbst. Es wird vielleicht ja diese Ärzte gewesen sein, die da uns hier diese Hinweise gibt. Das Süd des obersten Tugend ist der Glaube. Sowohl in Gott, seinen Herrn, als auch in sich selbst. Ja, gut, ja. Diese Zettel. Wer schreibt die mir? Schreibe ich mir die etwa selbst? Oder Mordred? Du bist doch total bekifft. Ich habe es also nicht geträumt. Es ist tatsächlich so passiert. Das ist das Buch aus dem Ritualraum. Mordreds Buch. Die Seiten sind leer. Scheiße! Das kann doch nicht wahr sein! Von wegen, im Buch steht alles! Im Buch steht überhaupt nichts! Okay, ganz ruhig. Damals, im Ritualraum mit Angelina. Das Blut eines männlichen Gordons. Wenn ich mein Blut auf das Buch tropfe, müsste die Schrift sichtbar werden. Das gehört. Eine Glasscherbe. Damit könnte es gehen. Wie wär's denn mit... Da die Glasscherbe. Sind die Scheiße. Warum heißt das denn nicht so... Eine Nadel... Nichts. Keine Schrift.
Moment mal. Hier. Hier steht was. Oh nein. Nein, das ist nur Mordreds beschissene Beschwörungsformel. Alles umsonst. So, nu? Aber irgendetwas muss ich tun. Ich kann doch Mordred nicht einfach so gewinnen lassen. Lieber bin ich tot, als ein jahrhundertealter Mörder. Mein Vater ist vor mir schon diesen Weg gegangen. Gesprungen ist er vom Turm. Es mag der einfachste Weg sein, aber es ist auch der wirkungsvollste. Ohne mich kein Mordred. Mein Tod wird auch seiner sein. Ich habe keine andere Wahl. Ja, Flachkörper vom Turm machen nur. Da-dam. Die Gordons. Eine jahrhundertealte Familie. Verflucht. Bis zum letzten Nachkommen. Und der bin ich. Die Geschichte der Gordons endet mit mir. Halt, stopp. Jetzt kommt die Krankenschwester Tussi an. Kommen Sie da runter, Adrian! Sie dürfen das nicht tun! Es gibt noch einen anderen Weg! Was wissen Sie schon? Mehr als Sie glauben! Ich kann Ihnen helfen, den Fluch zu besiegen! Ja, ausgezeichnet! Bitte vertrauen Sie mir! Kommen Sie herunter! Bitte! Springen! Spring jetzt! Scheiße! Mach mal die Tür auf! Die beißt nie. Wer hat sie geschickt? Und warum? Der Papst. Mein Auftraggeber ist der Vatikan. Schon mal was von der apostolischen Visitation gehört? Nee. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit übernatürlichen Phänomenen. Im Volksmund Wunder genannt. Der Vatikan? Da denkt man, schlimmer kann es nicht werden und dann steht die Kirche vor der Tür. Ich wurde hierher geschickt, weil uns mitgeteilt wurde, dass das Schloss Black Mirror gebrannt hat. Eigentlich nur eine Routinemission. Ich sollte nach dem Rechten sehen und den Gordons die nötigen Mittel für den Schlossaufbau zukommen lassen. Ausgezeichnet, ja. Doch dann habe ich festgestellt, dass Victoria Gordon im Sterben liegt und Angelina nirgends aufzufinden ist. Meine Aufgabe war es dann, das Erbe der Gordons sicherzustellen und die Auswirkungen des Fluches so gering wie nur möglich zu halten. Die Auswirkungen des Fluchs. Das Erbe der Gordons. Adrian, Ihre Augen. Sie sind schwarz, ja. Was wissen Sie über den Fluch der Gordons? Mordred wollte Unsterblichkeit und Macht. Er hat seine böse, schwarze Seele irgendwie im Spiegel verankert. Doch sein Bruder überraschte ihn bei einem Ritual. Kurz vor seinem Tod hat er Marcus' Nachfahren dazu verflucht, Seelen zu sammeln, um sich damit wieder ins Leben zurückzurufen. Und anscheinend hat das funktioniert, wenn ich mir Ihre Augen so ansehe. Seelen sammeln? Sie meinen Leute umbringen? Ja. Da liegen Sie falsch. Ich habe niemanden umgebracht und trotzdem lebt dieser Mordred in mir. Soviel ich inzwischen weiß, hat Ihre Zwillingsschwester Angelina das für Sie erledigt. Wir haben das alles falsch eingeschätzt. Angelina sollte ursprünglich die Hüterfunktion übernehmen. Okay. Von ihnen haben wir gar nichts gewusst. Wir dachten, der letzte männliche Gordon habe vor 12 Jahren Selbstmord begangen. Ja, da war ja die Familie nicht so richtig offen mit dem Vatikan gewesen. Ja, geht's mal weiter hier, Hüter. Was für eine Hüterfunktion? Sie meinen diese Portale bewachen, oder? Das ist das Erbe der Gordons. Die Hüter sind Menschen reinen Herzens, die vor langer Zeit von der Kirche dazu auserkoren wurden, den Black Mirror zu bewachen. Den Black Mirror? Ja, ein großer Spiegel und gleichzeitig ein uraltes Portal, das tief unter dem Schloss liegt. Marcus Gordon hat diese Aufgabe übernommen und an seine Kinder weitergegeben. Aber wie soll ein Gordon reinen Herzens bleiben, wenn sie doch alle zu Mördern verflucht wurden? Ihre Familie hat mehr Hüter hervorgebracht als Mörder. Nur Nachfahren von Marcus sind überhaupt in der Lage, dem Black Mirror zu widerstehen. Wir wissen nicht, warum das so ist.
Wir haben jetzt jedoch nicht genug Zeit, um den genauen Grund dafür zu erforschen und eine Alternative außerhalb der Gordon-Familie zu finden. Dann bin ich wohl Ihre letzte Hoffnung. Aber woher wissen Sie das alles? Aus den Archiven des Vatikans und diesem Buch hier, das ich in der Bibliothek gefunden habe. Es ist das Buch der Hüter. Ja, guck an. Hier lebt kein Hüter mit reinem Herzen mehr. Nur noch Mordred. Adrian, Sie waren seit Ihrer Geburt zum Hüter bestimmt. Ohne Angelina wäre Mordreds Fluch niemals auf Sie übergegangen. Victoria hätte nie zugelassen, dass Sie sich umbringen. Wollen Sie wirklich Victorias letzten Willen einfach so ignorieren? Wenn Sie sich umbringen, könnte alles nur noch schlimmer werden. Wenn es keinen Hüter mehr gibt, wird der Black Mirror jedem offenstehen. Die Schwachen werden dem Spiegel verfallen und Mordred wieder in die Welt der Lebenden holen. Und der Black Mirror wird ihm offenstehen. Adrian, ich kann Ihnen helfen, Mordred loszuwerden. Sie müssen mir vertrauen. Also gut. Ich gebe Ihnen eine Chance. Habe ich das richtig verstanden? Ich bin der letzte Gordon aus der Marcus-Linie. Und damit auch der letzte Hüter. Ganz genau. Ich kann das Portal nicht bewachen, weil ein verfluchter Teil von mir, der Mordred-Teil, das Portal öffnen will. Und wenn ich mich umbringe, kann sich das Portal öffnen lassen, weil es keinen Hüter mehr gibt. So in der Art, ja. Puh. Und was schlagen Sie vor? Einen Exorzismus. Geil. In der Kirche. Einen Exorzismus. Geil. Es ist ein uraltes Ritual. Lange bevor es überhaupt Christen gab, wurden schon Geister und Dämonen ausgetrieben. Es funktioniert. Sie müssen nur daran glauben. Ich bin vom Teufel besessen. Erzählen Sie mir nichts über Glauben. Gut, ich mache es. Danke, Adrian. Und jetzt lassen Sie uns zur Kirche gehen. Vor Einbruch der Nacht sollten wir den Exorzismus abgeschlossen haben. Wie kommt jemand wie Sie eigentlich dazu, für den Vatikan zu arbeiten? Später. Heilige Mutter im Himmel. Ja, Ihnen auch einen guten Tag, Vater. Priorin Antolini, willkommen zurück. Da sind Sie ja gerade noch rechtzeitig eingetroffen. Erkennen Sie jetzt, warum ich es eilig hatte? Du. Miss Antolini, jetzt mal los, einen Vorschlag zur Lösung meines Problems. Ja, ich wurde schon eingeweiht. Der Erzbischof hat mich persönlich darüber informiert. 5 Minuten später und Sie hätten auch Mark informieren müssen. Vater, haben Sie schon mal einen Exorzismus durchgeführt? Ich bin seit Ewigkeiten der Pfarrer der gesamten Black Mirror-Lordschaft. Alle Menschen hier wurden von mir getauft. Und meine Worte sind es auch, die Sie ins Grab begleiten. Ich habe Mördern die Beichte abgenommen und ich... Vater, haben Sie oder haben Sie nicht? Nein, nicht in der Praxis. Aber das theoretische Wissen besitze ich selbstverständlich. Na, guck an. Ach, schön. Dann bin ich das Versuchsobjekt. Adrian, ich wurde auch für so etwas ausgebildet. Ich habe das Rituale Romanum mehrmals studiert. Und wenn Priorin Antolini das für die beste Wahl hält, dann stimme ich ihr zu. Schließlich ist sie... Ich habe Adrian bereits erzählt, für wen ich arbeite. Aber ich fürchte, wir haben keine Zeit, stundenlang darüber zu diskutieren. Gut, treffen wir die Vorbereitungen. Okay. Und was kann ich dabei tun? Wir benötigen Informationen. Je mehr wir über den Dämon wissen, desto besser. Seinen Namen haben wir ja bereits. Damit können wir ihn ansprechen. Weißt du noch mehr über ihn? Was wäre denn wichtig? Wie er gesündigt hat, wäre gut zu wissen. Und ein persönlicher Gegenstand. Etwas, das ihn in dieser Welt verankert. Dann werde ich mich mal auf die Suche machen. Aber beeilen Sie sich. Ich werde mit dem Pfarrer alles vorbereiten. So. Wir brauchen jetzt Geschichte von dem Kerl und ein Gegenstand. Also ich sag mal so, das Buch ist ja so der Gegenstand der Wahl. Wo wir sie überhaupt hin? Ja, Schlosskammer. Das ist noch irgendwo. Ja.
Da finde ich sicher nichts über Mordred. Okay. Können wir da überhaupt in die Stadt gehen? Es würde mich vermutlich ein wütender Mob mit Mistgabeln und Fackeln wünschen. Und wenn ich hier den Hüter spielen will, sollte ich so lange wie möglich am Leben bleiben. Na, weil da jetzt hier ein bisschen mit schwarzen Augen rumrennt, oder was? Na, guck an. Ah, hier. Schönen guten Tag, Sir. Adler, Edward. Edward mit den Scherenhänden. Ein leerer Briefkasten. Edward. Was musst denn du hier? Hi, Edward. Ich hätte Sie nicht so früh erwartet. Wenn es Ihnen ungelegen ist, kann ich auch ein anderes Mal wiederkommen. Ihr kommt rein, ne? Weswegen waren Sie noch gleich hier? Sie meinten, ich solle im Laufe des Tages vorbeischauen, wegen einer eventuellen Anstellung als Butler. Ach ja, ja. Entschuldigen Sie, Edward, wie Sie sehen, ich habe gerade nicht die Zeit und... Vielleicht kann ich Ihnen aushelfen. Ja, da gäbe es tatsächlich etwas. Es wäre schön, wenn Sie diesen Brief Inspektor Spooner zukommen lassen würden. Sagen Sie ihm, ich fand ihn beim Aufräumen des Gewächshauses. Selbstverständlich, Sir. Sie werden es doch nicht weitererzählen. Das mit meinen Augen, meine ich. Auf keinen Fall, Sir. Diskretion ist die oberste Tugend eines Butlers. Guter Mann. Easy. Unter anderen Umständen der perfekte neue Bates. So, hier draußen irgendwas. Ja, komm rein in die Hütte. So hoch. Nee, oder hier. Nee, geh da wieder hoch. Du Arsch. Geh wieder in den Traum dort rein. So, ja. Das Buch von Mordred. Auch wenn die Seiten leer sind. Vielleicht kann ich das Buch noch für den Exorzismus gebrauchen, wer weiß. Immerhin gehörte es einmal Mordred. Fotos von meinem Vater. Und was haben wir da noch? Eine Zange. Die Zange braucht man jetzt nicht. Gut. Jetzt sehe ich verdammt nochmal so aus, wie ich mich fühle. Mhm, nicht gut. Da ist Victorias Schmuck drin. Das ist so irgendwas, ne, gut. Unser Buch hier. Vielleicht hat Victoria dieses Buch gemeint, als sie starb. Sie meinte, im Buch stehe alles. Verdammt, Valentina. So konnte ich das ja nie finden. Ich habe nicht die Zeit, das alles zu lesen. Aber auf den ersten Blick scheint es nur Geschichten über die weiße Frau zu sein. Hier steht sogar, wie sie gestorben ist. Im letzten Zweikampf mit meinem Bruder warf sie sich dazwischen, um das Blutvergießen zu beenden. Doch er war nicht mehr der Bruder, den ich einst kannte. Zu sehr hat ihn das Böse korrumpiert. Wie groß muss diese Macht sein, um ihm all die Schlachten vergessen zu lassen, die wir Seite an Seite kämpften. Wie unendlich übermächtig muss das Böse sein, um ihn vergessen zu lassen, wie sehr er seine eigene Frau Maria geliebt hat. Seine Klinge durchbohrte ihr Herz und zerbrach. Gerade so, als wäre sie aus Glas. Das war auch meines Bruders Ende. Doch noch mit seinem letzten Atemzug verfluchte er mich und meinen Nachkommen. Ich habe meinen Bruder getötet. Niemals werde ich mir das verzeihen können. Unsere Kapelle wird seinem Körper die letzte Ruhestätte sein. Möge Gott sich seiner Seele annehmen. Jo, du. Gut. Das muss eine Abschrift aus Markes Aufzeichnungen sein. Na, wir haben jetzt den Gegenstand für den Exorzismus und die bösartige Wochentat von ihm wird da drin beschrieben. Also von daher müssten wir ja schon mehr oder weniger Bescheid wissen über alles.
Hoffe ich doch mal. Nicht, dass wir da noch irgendwas anderes brauchen. So. Ah, Adrian, da bist du ja. Vater Frederick? Mein Sohn? Ich habe ein Buch gefunden, das Mordred gehörte. Allerdings sind die Seiten alle leer. Woher weißt du denn, dass es ihm gehörte? Ich habe es aus seinem Grab. Damit können wir seine Aufmerksamkeit von dir ablenken. Gib es am besten mir. Hast du noch mehr herausgefunden? Mordreds Frau hieß Maria. Ah, das ist gut zu wissen. Das sind weltliche, familiäre Dinge. Damit können wir Mordred sicher ansprechen. Vor allem, wenn er sie geliebt hat. Naja, er hat sie ermordet. Mit einem Schwert. Oh, das ist hervorragend. Hervorragend. Für unseren Zweck, meine ich. Damit hätten wir genügend Informationen. Tja, kannst du losgehen? Exorzieren wir mal ein bisschen, ne? Und wie soll das jetzt ablaufen? Leg dich einfach hier hin und vertraue in Jesus, unseren Herrn. Klasse. Miss Antolini, nehmen Sie auf? Dies ist der Exorzismus von Adrian Gordon. Anwesend sind Vater Frederick, amtierender Pfarrer der Kirche von Wormhill, als ausführender Exorzist amtierender Champion im Schwergewicht, Ärztin Priorin Valentina Antolini. Es hat begonnen. Lasset uns beten. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Glorreicher Fürst der himmlischen Heerscharen, heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampf gegen die Fürsten und Mächte, gegen die Häupter dieser Welt der Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in den Lüften. Komm den Menschen zu Hilfe, die Gott nach seinem Bild und Gleichnis erschaffen und um hohen Preis aus der Tyrannei des Teufels erkauft hat. Wir kennen deinen Namen, Dämon, der du dich Mordred nennst. Lasse ab von Adrian. Ich befehle es dir im Namen unseres Herrn. Beuge dich, unreiner Geist. Mordred, der du dich schuldig gemacht hast zu Lebzeiten und darum schuldig bist über den Tod hinaus. Geh in die Hölle, in die du gehörst. Gehe ins Fegefeuer, in dem du brennen sollst. Sünde brenne. Für alle deine Taten. Siehe das Kreuz des Herrn. Mordred, der du die Waffe erhoben hast gegen deinen Bruder Markus, der du deine Frau mit der Klinge deines Schwerts ermordet hast. Maria, deren Seele seitdem keine Ruhe findet. Siehe das Kreuz des Herrn. Schuldig bist du, Mordred, und schuldig wirst du immer sein. Beuge dich der Strafe Gottes, lasse ab von Adrian und gehe dahin, wo du die Strafe Gottes empfangen kannst. Bam! Vater Frederick! Ja, guck an, ja. Der Mordred ist ja ein bisschen stärker als du. Ich habe ihn gesehen. Er fliegt jetzt halt mal ein bisschen durch die Luft, ne? Es ist der falsche Ort. Er kann hier nirgends hin. Nicht aus seiner Welt. Bumm, hat's gemacht. Oh, Vater. Ja, und du? Wieder in der Tod. Adrian! Adrian, wach auf! Hat es wenigstens was gebracht? Ja, zack, gut. So, Kapitel 6. So, das war Kapitel 5. Ich hoffe, euch hat's gefallen.
Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt. Und falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren. Das hilft euch auf jeden Fall sehr, auf dem Laufenden zu bleiben. Und es wäre auch sehr schön, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Das hilft mir sehr, kostet euch nichts. Ganz genau. Ich wünsche noch einen schönen Tag und goodbye. Ciao.